Dann, Dankeschön, Klaus. Zuerst, als du gesagt hast, es findet in einer Galerie statt, da war ich ein bisschen skeptisch, aber dann habe ich mich relativ schnell mit angefreundet, weil ich glaube, wer in dem Thema unterwegs ist, der braucht eine Umgebung, wo man auch ein oder zwei Spuren daneben vom Mainstream sein kann. Und deshalb denke ich, passt es hier gut rein. Und ich habe den Vortrag vor genau 2 Wochen auch schon mal gehalten, nämlich im Pollux. Das ist ein Riesengebäude in Frankfurt. Da kommen Castor und Pollux in 2 Hochhäuser. Fintech ist in eine vor 2 Banker. Der eine war ein Vollblutbanker, der andere ein Halbblutbanker. Die andere Hälfte war versaut mit IT. Mit dem habe ich mich gleich auf einer Ebene getroffen. Man hat sich irgendwie spontan verstanden. Und ups, ich habe dich jetzt ja geduzt, oder bleiben wir beim Du? Der andere, der Vollblutbanker, der hat gleich gefragt: Womit wollen Sie hier Ihr Geld verdienen? Wo ist der Return on Investment? Ich habe dann ein bisschen irritiert geguckt und habe den Florian angeguckt und gesagt: Eigentlich sind wir so mehr gemeinwohlorientiert unterwegs. Das ist jetzt nicht genau unser Fokus. Aber wir würden uns natürlich nicht wehren, wenn man auch damit Geld verdienen könnte. Aber das Thema heute ist ja Vollgeld und Bankdienste ohne Banken. Bereits 1994 sagte Bill Gates: Bankdienste sind notwendig, Banken nicht. 1998 wurde die Idee des Kryptogelds geboren. 2008 wurde dann, oder 10 Jahre später, wurde dann die Kryptowährung Bitcoin eingeführt. Und im April 2010 wurden die ersten Bitcoins öffentlich gehandelt. 100 Bitcoins kosteten damals 30 US-Cent. 30 US-Cent. Wer sich damals für $100 Bitcoins gekauft hat, der könnte diese Bitcoins heute für 140 Millionen Dollar verkaufen. Mist, Mist. Man beschäftigt sich jahrelang mit dem Thema und die wirklichen Chancen, die nimmt man nicht wahr. Die kann man. Aber es ist wie überall im Spekulieren. Spekulieren hinten im Nachhinein, das ist immer ein bisschen einfacher als im Voraus. So, im Klartext. Und mittlerweile gibt es über 3.000 Kryptowährungen. Über 3.000 Kryptowährungen. Im Klartext heißt das: Die Anti-Vollgeldbewegung ist in breiter Front auf dem Vormarsch, denn Kryptowährungen der heutigen Prägung sind das absolute Gegenteil von Vollgeld. Das absolute Gegenteil. Kryptowährungen sind Privatgeld ohne jede regulatorische oder sonstige Bindung an eine Zentralbank. Mein Vortrag ist ein Vorschlag, wie klassische Währungen wie der Euro, wie der Dollar, wie das Pfund zu Vollgeld-Krypto-Euro, Vollgeld-Krypto-Dollar oder Vollgeld-Krypto-Pfund umgewandelt werden könnten. Die gute Nachricht ist, oder wofür steht das Wort Geldinfrastruktur? Die Geldinfrastruktur will das sein, was die Verkehrsinfrastruktur für Autos ist, will die Geldinfrastruktur für Geld sein. Nur mit dem Unterschied: Die Autobahnen sind schon gebaut, die meiste Software steht schon. In den Regeln ist noch viel zu tun, aber es ist im Grunde genommen, es hindert uns nicht daran, einfach dran zu gehen und genauso wie die von den Krypto-Leuten zu lernen, einfach loslegen, die Ideen, die man hat, umzusetzen.
Und das ist, wenn du, wenn du so wollt, das ist auch mit meiner Aufforderung. Die drei Symbole unten, das sind nicht Sponsoreneinblendungen, sondern das sind die Gruppen, wo diese Ideen auch hauptsächlich entstanden ist. Das Buch, das ich da geschrieben habe, ist, man könnte sagen, in Wurzeln etc., hat schon eine lange Geschichte. Ich als Student habe ich mich schon mit dem Thema beschäftigt. Aber bei den Piraten wurde dann in einer Intensität über dieses Thema diskutiert. Da hat es nur so gekracht. Der Josef war auch schon mal bei den Piraten in einer Mumble-Sitzung. Da waren, glaube ich, an die 80 oder 100 Piraten im Mumble, nannte man das. Wir hatten ganze E-Mail-Schlachten allein in den Jahren 2012 bis 2015 auf das zweite Symbol steht für die AG Geldordnung, Arbeitsgemeinschaft Geldordnung. Da waren sage und schreibe 25.000 E-Mails sind da durch die, hin und her und mit einer Vehemenz, die kann man sich nicht vorstellen. Der Feinschliff haben die Ideen dann ein paar Jahre später in der neuen Geldordnung. Das ist eine Gruppe in Frankfurt. Da hatte ich eine Reihe von Vorträgen gehalten. Ich habe auch in diesem Jahr schon da 4 Vorträge gehalten. Und dieser Vortrag fasst einen bestimmten Aspekt, den 4. Vortrag, zusammen und gibt da ein paar Ideen wieder. Die Motivation. Ich glaube, man kann nicht einfach nur gegen etwas sein, sondern man sollte eine Motivation mitbringen, warum man etwas macht. Und zwar, ich möchte das Motto der kommenden Jahrestagung, Geld, Macht, Ungleich, möchte ich benutzen, um als, man könnte sagen, Motivator noch für den Vortrag. Und zwar, Geld, Macht, Ungleich ist für meinen Geschmack eine fast zu subtile Formulierung für das, was eigentlich dahinter steht. Und zwar die Aussage, Geld macht ungleich, könnte ich sogar leben. Und zwar, das ist eine sogar positive Eigenschaft des Geldes. Ohne Geld hätten wir weder eine globale noch eine ausdifferenzierte Wirtschaft, die uns die Vielfalt an Gütern und Dienstleistungen beschert, auf die wir nicht wirklich verzichten wollten. Ohne Geld hätten wir auch nicht die geschätzte Spezialisierung in Beruf und Freizeit. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Geldordnung, in der unser Geld eingebettet ist, zur größten, radikalsten und zerstörerischsten Ausbeutung geführt hat, die die Menschheit je erlebt hat. Eine Ausbeutung, die nicht nur Menschen, sondern auch den gesamten Planeten betrifft. Allein zu diesem Thema könnten wir sicherlich den ganzen Abend reden. Ich möchte deshalb die These einfach stehen lassen und sehr viel reduzierter Argumente bringen. Und zwar das Argument, in einer Demokratie und erst recht in einer gerechten Gesellschaft gibt es keine guten Gründe, warum der Finanzsektor mit selbstgemachtem Geld einkaufen gehen kann, während der Rest der Gesellschaft für sein Geld gleichwertige Gegenleistungen erbringen muss. Ich glaube, allein dieses Argument sollte ausreichen und Motivation sein, das Thema aufzugreifen und dagegen zu sein. Ein Banker, dem wird nachgesagt, dass er folgendes, nämlich Meyer Anselm Rothschild, der Begründer der Dynastie Rothschild, soll gesagt haben, ich habe gerade Informationen, dass es vielleicht doch nicht gesagt haben soll, gib mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht. Heute würde man das vielleicht etwas kürzer ausdrücken, nämlich kurz Demokratie, fuck you. Und ich glaube, auch das kann uns nicht gleichgültig sein. Dass im Grunde genommen die Geldordnung die Demokratie untergräbt und zu einem Machtverhältnissen führt, wo die Politik Statisten im eigenen Spiel sind. Bevor ich jetzt
zu dem Thema, zu dem Vortrag komme, zu der inhaltlichen Seite, möchte ich ganz kurz Revue passieren, was eigentlich Banken, reale Ebene der Banken. Und zwar, die reale Ebene der Bank, da ist eigentlich primär im Fokus die materiellen Ressourcen, wie die Betriebsmittel, das sind die Gebäude, das sind beispielsweise der PC, der Schreibtisch, die Werkstoffe sind meinetwegen Papier, Bleistift und so weiter. Und natürlich auch die Mitarbeiter, die materiellen Ressourcen. Aber es gibt daneben noch eine andere, die immaterielle Ebene, zum Beispiel Rechtsbeziehungen und Rechte. Das sind zum Beispiel bei Kunden und Lieferanten die Verbindlichkeiten, die Verbindlichkeiten auf Seiten der zum Beispiel GLS Bank hat oder gegenüber den Genossen das Eigenkapital oder mit anderen Banken Zahlungsdienstverträge, Arbeitsverträge. Das Eigentumsrecht an einer Sache ist eine solche Beziehung oder Forderungen, beispielsweise aufgrund von einem Darlehen, Forderung auf Zins und Tilgung gegen die Kunden. Und der entscheidende Punkt ist, das eigentliche Spiel findet bei Banken auf der immateriellen Ebene statt. Und es ist deshalb so schwierig eigentlich zu erkennen, da wird dann geht nur Papier oder im Bildschirm, heutzutage im Bildschirm, im Computer gehen die Daten hin und her und man kann nicht, wie hier in der Galerie, die Bilder greifen und genau sagen, das sind die Produkte. Deshalb einen kurzen Blick, was leisten eigentlich die Banken? Was sind eigentlich die Leistungen einer Bank? Das ist wieder auch ein Screenshot von der GLS Bank. Da kann man dann sehen, GLS Standardkonto dann oder Baufinanzierung, Modernisierung und, die sogenannten Produkte. Ich möchte aber diese Produkte mal etwas anders gliedern, damit wir für unseren Zweck mal eine andere Perspektive darauf bekommen. Und zwar die Gliederung der Leistung nach der Art der Verträge. Und das Schöne daran ist, es gibt eigentlich nur zwei Arten, zwei Vertragsarten. Die eine Vertragsart sind die Finanzprodukte. Das sind Leistung und Gegenleistung bestehen aus Geld. Nämlich die Leistung der Bank ist die Bereitstellung des Darlehens beispielsweise. Die Gegenleistung sind Zins und Tilgung. Und beide Leistungen sind Zahlungen, sprich Geld. Es gibt dann noch die andere Gruppe. Die andere Gruppe, das sind die sogenannten Finanzdienstleistungen. Und die Finanzdienstleistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Nicht-Geldleistung kommt von der Bank und die Geldleistung kommt von den Nichtbanken. Die Leistung ist beispielsweise die Kontoführung. Die Gegenleistung sind die Kontoführungsgebühren, die der Kunde der Bank zahlt. Und diese Gliederung, da kann man sagen, die gesamte Vielfalt, die überwältigende Vielfalt der Finanzprodukte, ist, man könnte es eine Pseudovielfalt nehmen, letztendlich kocht sich alles runter auf zwei Vertragsarten. Und bei den Finanzprodukten, man tut sich eigentlich schwierig, bei Banken von Finanzprodukten zu reden. Aber das ist praktisch eine betriebswirtschaftliche Bezeichnung für die Leistungen der Bank an andere. Ich habe in meinem Buch Geldwende, da steht über dem Vorwort, habe ich da geschrieben, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Mehreren wird dieser Ausspruch gleich zugerechnet und das ist auch, war auch die Motivation, denn ich denke, der Sinn und Zweck einer Theorie ist nicht primär die Erkenntnis, sondern die Anwendung der Erkenntnis. Und das, was ich in meinem Buch geschrieben habe, da ich eine funktionale und eine materielle Theorie fürs Geld geschrieben, mehrere materielle Theorien, für jede Art von Geld gibt es eine materielle. Die funktionale Theorie ist gewissermaßen die Obertheorie
für alle Arten von Geld, zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Und die wird dann ergänzt durch eine jeweilige materielle Theorie, die besagt, aus was ist das Geld gemacht. Einer der zentralen Aussagen sind, dass das, was hier abgebildet ist, ist kein Geld. Das ist natürlich schon eine steile Vorlage, weil warum kann man mit dem Zeug dann bezahlen? Muss ja natürlich auch erklärt werden. Und zum anderen, wenn selbst die schlaue Großmutter das schon für Geld gehabt haben und deren schlauen Großmutter, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Und wenn die meisten sagen, das ist der Inbegriff von Geld, dann zu sagen, das ist kein Geld, sondern der Nachweis für Geld. Das heißt, man muss ganz klar trennen zwischen der Verpackung und dem Inhalt. Und um zu verstehen eigentlich, über was ich rede, muss man verstehen, was ist der Inhalt von Geld. Der Inhalt von Geld sind Rechtsbeziehungen, aber da komme ich noch drauf. Man kann das vergleichen mit einem Ausweis und der ausgewiesenen Person. Der Ausweis, der eine Person ausweist, ist was ganz anderes als die Person, die darin ausgewiesen wird. Das ist die Analogie. Und praktisch Geld weist, Banknoten weisen Geld nach, aber sie sind nicht das Geld. Warum wir das übersehen ist, weil das Geld immateriell, das eigentliche Geld immateriell ist, nämlich Rechtsbeziehungen. Und es eine Konstruktion gibt, die Juristen sagen, das Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier. Das heißt, der das Papier hat, der hat automatisch das Recht, das in diesem Papier verbrieft wird. Früher stand es auf den Banknoten sogar noch drauf. Das hat sich dann nur mit der Zeit, wurde da immer weniger drauf geschrieben. Zum Beispiel Darlehenskassenschein. Und da stand explizit draus, gegen diesen Darlehenskassenschein kann man bei der Reichsbank so und so viel praktisch Geld bekommen oder Gold, hieß es da teilweise noch. Diese Unterscheidung, die, sagen wir, im praktischen Umgang keine Rolle spielt, spielt aber für die Theorie und für die Entwicklung von neuen Ideen eine entscheidende Rolle. Weil es macht einen Unterschied, ob ich ein System für die Verpackungen mache oder ob ich ein System für den Inhalt mache. Die andere Analogie, die auch noch die Sache beschreibt, ist eine Bankbilanz. Ich muss vorweg schicken. Neben Bargeld, neben Banknoten, Münzen, gibt es ja noch das sogenannte Chiralgeld. Und das Chiralgeld ist das, was bei den Bankbilanzen in den entsprechenden Positionen, nämlich zum Beispiel Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Privatkunden. Das sind die Girokonten, die von der Bank geführt wird. Und bemerkenswert ist die Diskussion über Geld wird primär auf der Ebene der Banknoten und Bankkonten geführt. Und ich möchte, oder das ist der Sinn und Zweck des Buches oder das, worauf ich hinaus möchte, ich möchte, dass genauso wie die Ligatabelle und die realen Fußballspiele sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Die realen Fußballspiele oder die Ligatabelle bilanziert wichtige Ereignisse eines realen Spiels, aber die Ligatabelle ist nicht ein reales Fußballspiel. Wichtig ist auf dem Platz. Wichtig ist das, was auf dem Platz passiert. Genau. Und die spannende Frage ist natürlich, was entspricht oder was ist die reale Ebene von Geld? Was ist die reale Ebene von Geld? Und die reale Ebene von Geld, das ist das, was ich in meinem Buch dann im Detail ausführe, ist, es sind Rechtsbeziehungen zwischen Rechtssubjekten. Ich habe jetzt 30 Folien
die ich geskippt habe, weil ich befürchtet habe, wir bleiben sonst an diesem Thema hängen. Unser eigenes Ziel, eigentliches Ziel ist ja die Geldinfrastruktur. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass praktisch diese reale Ebene des Geldes, das ist eigentlich der Aufhänger und hat mich dann eigentlich auch auf die Ideen gebracht. Und ich glaube, das ist das, was wir auch bedenken sollten. Ich mache jetzt praktisch einen Cut. Ich komme jetzt zur eigentlichen Sache, nämlich zu der Geldinfrastruktur, weil, sagen wir mal, mit dem bisherigen Verständnis kann man die Geldinfrastruktur auch begreifen. Und zwar möchte ich mit einem Gedankenspiel beginnen. Und zwar, das Gedankenspiel lautet, könnte man sich ein Geldsystem ohne jeglichen Aufwand vorstellen? Ein Geldsystem ohne jeglichen Aufwand. Ich schon. Und es würde wie folgt aussehen. Jeder kann sich seinen Kontostand merken. Jeder beherrscht die Grundrechenarten. Jeder addiert und subtrahiert ehrlich Ein- und Auszahlungen auf seinen Kontostand. Und niemand überzieht sein Konto. Wäre doch eine geile Sache. Ich gehe in den Laden rein, die Kasse zieht zusammen, 36,54 Euro. Ich sage, hab abgezogen. Der Kaufmann sagt, hab's aufaddiert. Und es werde genau so funktionieren unter den Bedingungen. Dieses Geldsystem wäre absolut virtuell. Es wäre eigentlich auf der realen Ebene, weil es nur Rechtsbeziehungen sind. Niemand könnte das nachweisen. Und natürlich diejenigen, die sagen, da geht einer rein, holt eine ganze Kiste Waren raus, sagt nur, habe abgezogen, der wird sagen, das begreift kein Mensch. Das ist Magie. Das Pro wäre also von diesem Geldsystem null Kosten, 100% Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit. Es gibt da leider ein klitzekleines Kontra. Die Menschen, die man hierfür braucht, sind nicht von dieser Welt. Und die Geldinfrastruktur, die passt jetzt diese Grundidee an die Menschen dieser Welt an. Das heißt, es wird ein System sein mit minimalem Aufwand, mit sehr hohem Datenschutz und auch entsprechend benutzerfreundlich. Und die Geldinfrastruktur, die besteht jetzt aus einem Wertrechte-Nachweis- und Management-System für beliebige Währungen in Echtzeit und global. Das Wertrechte, man könnte sagen, die Verallgemeinerung von Geld sind die Wertrechte, die Abstraktion. Wertrechte sind zum Beispiel auch Aktien, sind alle möglichen Formen immer, wo ein Anspruch auf Geld dahinter steht. Und auch Eigentumsrechte sind alles Wertrechte. Und der Sinn und Zweck ist, oder ich formuliere es anders, hätten Juristen Taschenrechner erfunden, dann hätten wir einen Taschenrechner, um alle Katzen zu zählen, einen Taschenrechner, um alle Mäuse zu zählen und einen Taschenrechner, alle Hunde zu zählen. Die würden alle unterschiedlich heißen, würden alle ähnlich funktionieren, aber trotzdem wird es knirschen. Das Ziel beim Mathematiker ist, möglichst zu abstrahieren und das Problem auf der einfachstmöglichen Ebene zu lösen. Und das wäre nämlich dann die Ebene der sogenannten Wertrechte. Das heißt, da ist Geld mit inbegriffen, aber nicht nur Geld, sondern auch andere Rechte. Für wen ist es? Die Zielgruppe und der Träger, Mensch, Realwirtschaft, öffentlicher Sektor. Und ich denke, da hätten auch Platz ethische Banken. Die zu integrieren, könnte auch ein Ansatzpunkt sein, weil das sind nicht die, die wir eigentlich kritisieren. Die kritisieren eher das System, oder die GLS-Bank hat ja sogar ein Gutachten, einen Auftrag gegeben, wo sie beweisen wollte, dass sie kein Geld schöpft. Aber sie sind natürlich Gefangener im System. Das heißt, ihr bleibt gar nichts anderes,
sie funktioniert halt als Teil des Systems. Und als Teil des Systems schöpfen Banken Geld. Und aus was besteht die Geldinfrastruktur? Aus Programmen, Daten und Standards. Deshalb hatte ich ja gesagt, das meiste gibt es schon. Nämlich das Internet, das Handy für die Hardware, Open Source für die Hardware der Nutzer. Daten eines Nutzers sind beim Nutzer, verschlüsselte Backups bei anderen Nutzern. Es hat verschiedene Gründe. Die Aufgabenstellung für ein Geld- oder ein Währungssystem wird in der Regel, in der klassischen Sicht, ich hatte es schon erwähnt, orientiert sich an der Verpackung. Hier, bei der Währungsinfrastruktur, orientiert man sich am Inhalt. Und das macht dann den Unterschied aus. Und zwar eine Infrastruktur für die Begründung, Herstellung, Übertragung, Erfüllung und den Nachweis von Ansprüchen auf Geld und anderen Rechten. Das ist praktisch mit einem Satz gesagt oder anders ausgedrückt, macht aus dem Geld einer beliebigen Währung Kryptogeld. Ich fasse mal die Unterschiede tabellarisch zusammen, damit man besser erkennen kann, was für eine Art von Geld, über was für eine Art von Geld reden wir. Und zwar beim Bargeld haben wir Vollgeld. Vollgeld bedeutet nichts anderes, das ist Geld der Zentralbank. Das Giralgeld ist Geschäftsbankengeld, nämlich das Geld der Geschäftsbanken. Bitcoin ist Privatgeld. Aber Privatgeld reinsten Wassers. Ohne jegliche Regulierung, ohne jegliche Anbindung an irgendeine Zentralbank. Und den Punkt, ich halte das für ein sehr gefährliches Spiel. Und ich glaube auch, dass die Bitcoins unter Umständen, dass wir hier die nächste Finanzblase gerade kräftig am Aufblasen sind. Diese Kursentwicklung. 100 Euro vor 10 Jahren, nee, nicht einmal 10 Jahren, April 2010, in 7 Jahren von 100 Euro auf 140 Millionen. Ich glaube, man kann lange suchen, ich glaube, es gibt keinen vergleichbaren Kursgewinn. Der nächste Punkt ist, aus welcher Recht besteht dieses Geld. Das Bargeld ist ein Anspruch auf Geld gegen die Zentralbank. Das Giralgeld ein Anspruch gegen die Geschäftsbank. Der Bitcoin ist ein Eigentumsrecht an Daten. Ich habe es schon mal gesagt, es ist eine Art Sondereigentum an Daten. So wie es praktisch bei Wohnungen, da gibt es ein Sondereigentum und ein Gemeinschaftseigentum. Man könnte sagen, die Blockchain als Ganzes, das Drumherum, ist das Gemeinschaftseigentum und einzelne Zeilen der Blockchain, sie ist das Sondereigentum, das ganz bestimmten Nutzern gehört. Und geschützt wird dieses Sondereigentum durch kryptografische Schlüssel. Das ist praktisch der Trick, wie das passiert. Und bei der Geldinfrastruktur, da ist es wieder ein Anspruch auf Geld. Das heißt, auf dieser Ebene, und deshalb, wir hatten ja mal erst vor kurzem darüber diskutiert, inwieweit nämlich, oder dein nächster Vortrag geht ja in diese Richtung. Das, was die Geldinfrastruktur vorhat, ist nämlich, Vollgeld als Kryptogeld herauszugeben. Der Nachweis für dieses Geld haben wir einmal Banknoten, Münzen für Bargeld, das Girokonto fürs Giralgeld, die gemeinsame Blockchain für Bitcoin und jetzt kommt der Unterschied, die individuelle Blockchains sogar für die Geldinfrastruktur. Da wird die Idee aufgegriffen, aber sie wird anders dann umgesetzt. Die primäre Verwendung, es gibt noch andere Verwendungen, natürlich
Zum Beispiel bei Bitcoins ist natürlich Spekulation ist auch ein großer Motivator. Aber sagen wir von der primären Idee oder vom Ausgang ist eher, kann man sagen, Bargeld, Chiralgeld und Bitcoins sind eigentlich gedacht als Zahlungsmittel. Während die Geldinfrastruktur ist gedacht für beliebige Wertrechte. Man könnte sagen, die Währungsinfrastruktur ist eine Abstraktion in dieser Hinsicht für die anderen Währungen. Eine Zahlung erfolgt durch Einigung und Übergabe. Das bedeutet, angenommen, das wäre ein 50-Euro-Schein, wenn ich nämlich sage, Einigung bedeutet, wir sind uns einig, dass du den 50 Euro kriegen sollst und dass ich ihn dann tatsächlich gebe. Das bedeutet Einigung und Übergabe, ganz konkrete Dinge. Beim Chiralgeld ist es die Überweisung. Beim Bitcoin Überweisung oder Einigung und Übergabe, weil Bitcoin kann man ausdrucken. Man kann sich gewissermaßen sein eigenes Geld ausdrucken und kann das dann jemand anderem geben und der kann es dann wieder einlesen und auf diese Art und Weise das übertragen. Und genauso gilt es für die Geldinfrastruktur. Der primäre Weg wäre natürlich die Überweisung, aber man könnte natürlich jetzt auch tatsächlich und legal sich seine Euros, seine Dollars und Pfund ausdrucken und könnte die dann per Brieftau bei irgendjemand oder man könnte sogar per E-Mail an jemanden schicken. Und das Tolle ist, selbst wenn das unterwegs jemand aufgreifen sollte, er könnte nichts mit anfangen, sondern nur der Empfänger von dem ausgedruckten oder per E-Mail verschickten Geld. Der nächste, der Nachweis der Transaktionen. In Klammer steht Quittung, weil Quittungen sind nicht zwangsläufig oder das ist nicht primär vorgesehen, aber das könnte man machen. Dann. Beim Chiralgeld ist es die Buchung auf dem Konto, bei Bitcoin ist es die Datenzeile im Block, genauso wie bei der Geldinfrastruktur. Die Manipulationsabsicherung besteht beim Bargeld schwer zu fälschende Banknoten und Münzen unter Strafandrohung. Das sind praktisch das Paket. Beim Chiralgeld ist es die Kontoführung durch die Bank plus den Kontoauszug. Nämlich beides zusammen, Gläubiger und Schuldner, bestätigen, ja, das ist die Forderung, das sind die Zahlungen. Bei Bitcoins ist es die Blockchain und Kryptographie. Und bei der Geldinfrastruktur ist es ein Blockchain-Baum und Kryptographie. Das heißt, um die Unterschiede hier zu zeigen. Die Geldhaltung, das heißt, wer hat, wo wird das Geld gehalten, ist beim Bargeld dezentral beim Gläubiger, sprich, das ist das Portemonnaie. Jeder hat es bei sich. Beim Chiralgeld ist es zentral bei den Banken und beim Bitcoin, jeder hat alle Daten. Praktisch bei der Bitcoin-Infrastruktur ist es so gedacht, die Full Clients, die haben eine gesamte Kopie der sogenannten Blockchain. Ich kann dir gerne die Folien geben. Brauchst du gar nichts machen. Ich fühle mich geehrt, wenn du das nimmst. Okay. Und bei der Geldinfrastruktur sind wir wieder praktisch beim Bargeld, nämlich dezentral beim Gläubiger. Der Trick besteht darin, alle Daten, nur der Gläubiger hat eine eigene Blockchain, sogar einen Blockchain-Baum. Aber der Trick besteht darin, er kann seine Daten nur lesen. Zum Ändern und Ergänzen muss er einen Service, einen Dritten beauftragen, der zufällig ausgewählt wird, damit er sie nicht manipulieren kann. Da gibt es aber noch andere Absicherungen, die man zu vielleicht noch kommen. Aber die Grundidee ist, dass man zu einer vergleichbaren Sicherheit kommen, zu einem vergleichbaren Datenschutz kommen wie beim Bargeld. Der nächste Punkt, die Kontoführung, ist beim Bargeld nicht vorgesehen, kann es machen, aber ist eigentlich nicht vorgesehen. Durch Banken, das heißt beim Schuldner. Und
bei Bitcoin macht es der Miner. Da komme ich noch dazu. Und hallo. Bei der Geldinfrastruktur, ist es der Kontoinhaber plus die Datenbankfunktion. Das heißt, das ist, wie ich in dem Ausgangsmodell gesagt habe, jeder behält seinen eigenen Saldo im Kopf. Diese Idee wird hier aufgegriffen, aber dann abgesichert, dass sie nicht manipuliert werden kann. Der Systemträger, das ist auch noch eine wichtige Sache, ist beim Bargeld die Zentralbank. Beim Chiralgeld die Geschäftsbank, beim Bitcoin sind es die Bitcoin-Nutzer und bei der Geldinfrastruktur sind es die Nutzer. Und hier steht noch gemeinnützige Organisation. Das wäre das, was du dir vorstellst unter Monetative. Aber in abgespeckter Form. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Aber ich denke, als Motivation oder als für mich als Modell ist Wikipedia so mein Vorbild, kann man sagen. Und da gibt es ja auch die Wikipedia, die Trägergesellschaft. Und Wikipedia ist genau diese Idee, Synergie durch gemeinsames Arbeiten, durch gemeinsames Handeln. Ich komme jetzt zu den funktionalen Komponenten. Zu den funktionalen Komponenten der Geldinfrastruktur. Es besteht aus lediglich zwei funktionalen Komponenten. Einmal Wertrechte-Management-System. Das zweite ist ein Wertrechte-Nachweissystem. Und das Wertrechte-Management-System, da kann man die Aufgabenstellung in einem einzigen Satz vollständig ausdrücken. Und zwar, es heißt, Verträge erstellen und abwickeln. Das ist das Spiel, was hier gemacht wird. Und es wird wie folgt realisiert, zum Beispiel im Darlehensvertrag. Die Verträge kommen in eine Blockchain, das ist bei Bitcoin so nicht vorgesehen, und die Transaktionen, das heißt die Auszahlung des Darlehens, Zins und Tilgungen, das ist praktisch das, was heute mit Bitcoins gemacht wird. Die werden in einer Blockchain gespeichert. Ich komme noch warum. Das Nachweissystem hat die Funktion der Dokumentation und der Auswertung. Die Auswertung besteht aus drei Punkten. Die eine Gruppe ist Rechnungslegung und Kontoauszüge. Der zweite Punkt ist Bonitätsindex, Risikoindex, da komme ich noch drauf. Und der dritte Punkt ist betriebs- und volkswirtschaftliche Auswertungen. Das sind praktisch die drei Gruppen an Auswertungen, die hier in dem System so vorgesehen wird. Das ist das funktionale Diagramm. Ich gehe jetzt nochmal auf die Verträge ein. Und zwar, Verträge begründen und dokumentieren Ansprüche. Das ist ein wichtiger Punkt. Praktisch in einem Vertrag steht, was vereinbart wurde, die gegenseitigen Ansprüche. Und beispielsweise könnte das sein, ein Käufer, Herr Meier, hat mit Apple im Kaufvertrag vereinbart, ein iPhone 7 in der 26. Kalenderwoche zu liefern. Kaufvertrag. Das wäre zum Beispiel so eine Zeile in einem Vertrag oder eine Zeile in der Blockchain. Die zweite, das ist deshalb in Blau, das eine ist ein Anspruch auf die Nicht-Geldleistungen, das Blaue ist der Anspruch auf die Geldleistungen. Apple hat gegenüber dem Herrn Meier einen Anspruch auf die Zahlung von 759 Euro. Da wird auch noch ein Eigentumsvorbehalt, ist als Nebenrecht eingetragen und die Bedingung ist die Lieferung des iPhones. Das wären so in ganz knappen Worten der Inhalt eines Kaufvertrages. Bei einem Darlehensvertrag würde die Sache so aussehen, man hätte zum Beispiel, Herr Meier hat ein
Anspruch auf die Auszahlung von 6.000 Euro am 1.5.2017 gegenüber der GLS Bank. Das ist der eine Anspruch. Die GLS Bank hat einen Anspruch auf 60 Mal am 1. des Monats auf 110 Euro und zusammengefasst gegen den Herrn Mayer und zusammengefasst werden die Dinge praktisch, das wäre ein Vertrag, das wäre ein Nicht-Geldvertrag und das hier wäre ein Geldvertrag in dem Zusammenhang. So, das ist die, ja? Natürlich. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist es jetzt in deiner Vorstellung tatsächlich so, dass jetzt, also bei dem Apple-Vertrag zum Beispiel, dass jetzt dieses Geld tatsächlich erst entsteht durch diese Vertrags? Nein, nein. Könnte man sich ja so vorstellen. Nein, das ist nicht. Nein, nein, das Geld war schon vorher da. Das hier, was hier auf der Vertragsseite ist, das hier sind die Ansprüche. Das sind die Ansprüche. Die Leistung, sprich dann die Zahlungen, das ist dann der nächste Schritt. Und zwar hier hätte man dann, wenn der geliefert wird, dann würde eingetragen werden, am 12.06. wurde das iPhone geliefert. Beispielsweise durch die Lieferbestätigung beim UPS oder wer immer es gebracht hat. Und hier beim Zahlungseingang, wenn die Überweisung erfolgt, hätte man den Eintrag dann bei Apple oder auch beim Herrn Mayer, wenn beide Buch führen, wäre das. Beim Darlehensvertrag hätte man dann hier am Ende die, was habe ich gesagt, 100, so und so viel für jeden Monat einen Eintrag für die Rückzahlung Zins und Tilgung vom Darlehen. Praktisch, die Sache ist so einfach, die ganze Kryptografie ist hier weggelassen, aber man kann sich so mal als Modell das vorstellen, das wären die, man könnte sagen, die Buchungssätze in der Blockchain. So kann man sich das vereinfacht vorstellen. Ich komme jetzt zur technischen Umsetzung und dann stellt sich die Frage, was ist das zentrale Problem? Ich hatte vorhin ja gesagt, das Modell, das ich vorgestellt habe, dieses Null-Aufwands-Geldsystem, hat das Problem, dass die Menschen nicht von dieser Welt sein müssten. Und das wird hier jetzt adressiert. Und zwar, wie wird sichergestellt, dass die Verträge und der Nachweis der Transaktionen nicht manipuliert wird? Das ist praktisch der ganze Grund und die unterschiedlichen Ansätze sehen dann anders aus. Und deshalb auch, wenn dieses Problem nicht gelöst ist, kann man den Rest knicken. Das heißt, wenn das nicht zufriedenstellend und nachweisbar gelöst ist, dann ist es keine Lösung. Das ist ein K.O.-Kriterium. Ich möchte jetzt mal die Lösungen, nämlich klassisch Bitcoin-Geldinfrastruktur vorstellen, damit man eine Idee bekommt, um was es hier geht. Bei dem, der Nachweis der Verträge ist klassisch ein Papierdokumente, einfach der Vertrag. Bei der Geldinfrastruktur würden das digitale Dokumente sein. Die Willenserklärung ist auf der einen Seite die Unterschrift unter den Vertrag und im anderen Fall wäre das eine digitale Signatur auf einen Hashwert. Das ist, man könnte sagen, das ist das Äquivalent zur Unterschrift auf einem Papiervertrag. Die Manipulationsabsicherung erfolgt, jeder Vertragspartner bekommt eine Ausfertigung des unterschriebenen Vertrages. Das ist praktisch die Absicherung gegen Manipulationen, dass beide Seiten einen von beiden Seiten unterschriebenen Vertrag haben. Bei der Geldinfrastruktur ist es ein Hash aus dem Dokument. Und dieses wird dann von beiden signiert. Die Datenhaltung ist dezentral bei den Vertragsparteien oder, wenn es notariell gemacht wird, zusätzlich zum Beispiel zentral beim Notar. In der Geldinfrastruktur wäre das dezentral bei den Vertragsparteien. Jeder hat seine eigenen Daten. Bitcoin sind die Striche, weil Bitcoin kümmert sich nicht um Verträge, die kümmern sich nur um das, was jetzt kommt, nämlich bei den Transaktionen, Geldtransaktionen.
Die Nachweistransaktionen sind im klassischen Fall Buchungen auf dem Konto. Bei Bitcoin ist eine Datenseite im Block genauso wie bei der Geldinfrastruktur. Die Manipulationsabsicherung, Kontoführung durch die Bank plus Kontoauszug, praktisch beides gehört dazu. In Bitcoin ist es die Blockchain und bei der Geldinfrastruktur ist es der Blockchain-Baum. Die Datenhaltung ist zentral bei den Banken. Bei den Bitcoin, jeder Kontoinhaber hat alle Daten. Es wird immer gesagt, Bitcoin sei eine dezentrale Währung. Das ist so nicht richtig. Bitcoin ist technisch gesehen eine Multizentrale. Das heißt, jeder hat das volle Programm. Jeder hat das volle Programm. Und das ist der Grund, die Energie, die mittlerweile für Bitcoin verheizt wird, da könnte man Berlin mit versorgen. Es ist für 2017 sollen, wird gerechnet, das kann man so Statistiken kann man abrufen, 16 Terawatt die Atomkraftwerke dann in Megawatt gerechnet. Gigawatt ist noch 10.000 Mal und Terawatt ist noch mal 10.000. Nicht 10.000. 1.000 Mal. Entschuldigung, noch mal 1.000 Mal, jeweils 1.000 Mal. Um einfach nur eine Vorstellung zu bekommen, wie gigantische Summen an Energie verschwendet wird. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum Bitcoin schon aus ökologischen Gründen keine Zukunft haben sollte. Der nächste Punkt, die Kontoführung, ist im klassischen Fall bei der Bank, das heißt beim Schuldner. Sie ist beim Bitcoin beim Miner und bei der Geldinfrastruktur, und das ist wieder der Unterschied, ist der Kontoinhaber plus einer Datenbankfunktion. Und diese Funktion kann er sich quasi nicht raussuchen und die kann nicht manipuliert werden. Das wäre jetzt praktisch die Übersicht. Ich komme noch mal jetzt kurz zu Miner. Was ist der Bergarbeiter? Man bezeichnet eine bestimmte Funktion oder Gruppe von Leuten als Miner. Der Miner fördert keine Bitcoins, sondern macht die Buchhaltung für die Bitcoin-Währung und bekommt als Gegenleistung Bitcoins. Neue Bitcoins, die neu für ihn geschöpft werden. Das ist das, was man verstehen muss. Und macht die Buchhaltung heißt, der Miner trägt Transaktionen der Nutzer zu einem Block zusammen und hängt den Block ans Ende der Blockchain. Dazu muss er ein sehr schwieriges mathematisches Problem lösen. Das Lösen des Problems nennt sich Mining. So, ich habe jetzt, wenn es gewünscht wird, eine Demo von einer Blockchain. Wird hier ein bisschen schwierig, weil der Bildschirm ein bisschen klein ist. Ich kann es deshalb nicht versprechen, weil das ist auf der Programmebene. Wenn ihr möchtet, kann ich das jetzt machen. Oder wir machen so, ich kann den Vortrag, wir sind ungefähr bei der Hälfte und wir haben schon 51 Minuten rum, sehe ich, kann ich erst zu Ende bringen und wenn dann noch Luft ist, dann kann ich tatsächlich zeigen, wie eigentlich funktioniert die Blockchain. Nämlich das ist ja auch etwas, da krassieren Vorstellungen, aber wie es genau funktioniert, das ist eigentlich wenig bekannt. So. Ich hätte eine kurze Verständnisfrage zum letzten. Ja, ich gehe. Da, nee. Wo? Zurück. Nein, wieder mal. Weiter nach vorne jetzt. Vorne, genau. Statement zum Miner. So. Das, ja. Ja. Ich verstehe intuitiv, dass die Buchhaltung machen für sich und andere oder für die Blockchain, ja, dass man dafür nach einem bestimmten Algorithmus belohnt wird mit Bitcoins. Aber der Algorithmus soll doch so sein, dass eines Tages keine neuen Bitcoins mehr rauskommen.
wird dann auch keine Buchhaltung mehr gemacht. Doch, das doch. Das ist eine. Und die andere Frage ist, dieses sehr schwierige mathematische Problem, das immer wieder genannt wird, hat das mit der Buchhaltung zu tun? Nein, das ist der Grund. Nein, das ist was Getrenntes. Das wird dazu benutzt, weil eine Zeit gebraucht wird zur Verifizierung. Das heißt, das ist deshalb alle 10 Minuten. Das ist so schwierig, dass alle Rechner zusammen nur alle 10 Minuten eine Lösung finden. Und weißt du, oder wie hier zufällig all die anderen Kryptowährungen, die es inzwischen gibt, haben die auch dieses... Die haben ähnlich... Also Einheiten kommen nicht diskretionär, wie man sagt, da rein, ja, sondern die entstehen alle durch sogenanntes Mining. Genau. Ja. Okay. Bei allen kann ich das nicht sagen, aber auch, es ist im Tenor, nach meinem Wissen, das ist die Grundidee, die Kryptowährungen vereint. Und wenn die Summe erreicht wird, dann wird mit alten Bitcoins zu tun. Ja. Jetzt kriegen neue Bitcoins und die Summe steigt. Ja. Und wenn die Summe erreicht ist, muss der Nutzer alte Bitcoins ziehen. Nee, es ist auch heute schon so. Neben den neuen Bitcoins für die Buchhaltung, für den Block, kriegen die auch heute schon Transaktionsgebühren. Das heißt, es ist immer, ein kleiner Betrag ist immer als Transaktionsgebühren, und zwar ist es folgendermaßen, die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen kann sich unterscheiden und die Differenz sind die Transaktionsgebühren. Und die bekommt derjenige, der das Mining macht. Das heißt praktisch, wenn es mal keine Bitcoins mehr gibt, dann verdient der Miner, der die Buchhaltung macht, aufgrund der Transaktionsgebühren. So. Das heißt, der Unterschied zwischen Ein- und Auszahlung, per Saldo muss es doch dann 0 zu 1 in dem System. Nein, ein Block hat eine Menge von Einzahlungen, oder beziehungsweise die Transaktionen, die zusammengehören, haben Einzahlungen und Auszahlungen. Und diese Ein- und Auszahlungen, die müssen nicht in der Summe sich ausgleichen. Aber das, gerade dieses Mining, das wollte ich nachher live demonstrieren, dass man es besser eine Vorstellung bekommt. So. Jetzt, was ihr immer schon über Mathematik wissen wolltet, aber vermutlich nie wirklich verstanden habt. Das ist so ein... Und zwar den Unterschied einer extensionalen und intentionalen Beschreibung von Prädikaten. Also Frage, wem sagt das was? Ich vermute niemanden. Oder ich weiß es nicht. Ja, das ist... Ich komme deshalb darauf zu sprechen, das ist eine der Schlüsselideen für die Lösung, dass wir eine Lösung haben für die Menschen dieser Welt und damit wir das so einführen können, wie ich es zeige. Okay, extensional. Extensional ist insofern vertraut, dass nichts anderes als beispielsweise so eine kleine 1x1-Tabelle. Und zwar extensional, da ist 1x7 ist 7, 2x7 ist 14, 3x7 ist 21. Und so weiter. Das heißt, da sind alle Daten, die hier gehören, sind in eine Tabelle geschrieben. Und der Trick praktisch besteht jetzt darin bei Kryptowährungen, dass über diese Tabelle wird ein Hash berechnet und dann kann er nicht mehr manipuliert werden. Wenn ich aber so eine Tabelle nicht im Voraus weiß, was da reinkommt etc., dann habe ich ein Problem. Aber Mathematiker haben auch dafür eine Lösung. Und diese Lösung ist dieses Intentionale. Und zwar, intentional kann ich so eine Tabelle ausdrücken durch eine Funktion, nämlich 7-mal. Y, das wäre der Wert, gleich 7-mal, zum Beispiel 1, 2, 3, für x gleich 1 bis 10. Dieses JavaScript-Programm, das ist das eigentliche Programm, das ist das Programm. Das macht im Endeffekt nichts anderes als das, als Ergebnis nichts anderes als die Tabelle. Wenn man dieses Programm laufen lassen würde, könnte man und praktisch 1 eingibt, 2 eingibt, 3, kriegt man genau die Ergebnisse. Und der Trick besteht jetzt darin, anstatt oder nicht nur,
die Tabelle zu signieren und abzusichern, wird das Programm abgesichert. Das heißt, wenn ich ein Programm absichere durch ein Hashwert oder durch das, dann kann der Nutzer nur das machen, was im anderen Fall durch die Tabelle abgesichert worden wäre. Und das macht das System natürlich dann viel flexibler. Und das ist praktisch die Idee, die auch der Unterschied ausmacht, der Geldinfrastruktur zu den Bitcoins. Man könnte sagen, Bitcoins machen eine extensionale Absicherung. Die Währungsinfrastruktur macht eine intentionale und extensionale. Und zwar je nachdem, was an welcher Stelle zweckmäßiger ist. Ja. Diese Austauschbarkeit, das ist das, was ich hier darstellen wollte. Aber Vorsicht, nicht alle Tabellen lassen sich als Funktion ausdrücken und umgekehrt. Das muss man beachten. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, jetzt schreibe ich mein Programm, ich kriege dann nicht unbedingt eine Tabelle. Das heißt, nicht alle Tabellen sind sogenannt funktional, sind funktionale Relationen. So musste man sagen. Warum ist das so wichtig? Tabellen und Programme lassen sich teilweise austauschen. Das habe ich ja schon gesagt. Um sicherzustellen, dass bestimmte Tabellenhalte nicht manipuliert werden, kann alternativ das Programm signiert werden, mit dem die Tabellen erstellt und danach zusätzlich Ergebnistabellen vom Programm. Das ist besonders dann wichtig, wenn keine Möglichkeit besteht, die Tabelle von einer unabhängigen Instanz oder einer Mehrheit signieren zu lassen. Das ist praktisch, man könnte sagen, diese Ideen, die sind ein Trick, mit dem man dann auch das ganze Mining, sprich die Energieverschwendung, umgeht. Sehr klein, aber das war das, was die Zeit gekostet hat. So. Kommen wir zur Daten-Blockchain. Jetzt kommen wir zu der Variante. Bei Bitcoin gibt es nur eine gemeinsame, riesengroße Blockchain für alle. Hier in der Geldinfrastruktur hat jeder Nutzer seinen eigenen Baum. Und dieser Baum besteht aus vielen kleinen einzelnen Blockchains. Und nur die Blockchains an der Blätter sind aktiv. Die Blockchains in der Mitte sind gewissermaßen abgeschlossene Blockchains. Weil Bitcoin oder die Kryptowährungen, so wie sie zurzeit ausgestaltet sind, haben noch ein ganz anderes Problem. Und zwar, die gehen davon aus, dass praktisch die Blockchain ewig fortgesetzt wird. Das ist einer der Voraussetzungen, weil beispielsweise, wenn ich der wäre, der die 50 oder 100 für 100 Euro Bitcoins gekauft hat und sie immer noch nicht ausgegeben hat, wenn ich sie dann irgendwann mal ausgebe oder einen Teil davon, dann muss die ganze Blockchain verfügbar sein, weil es muss nachgeprüft werden, dass ich mal 2009 im April die Bitcoins erworben hat. So. Tod ist eine Voraussetzung fürs Leben. Das heißt, ein System, das nicht auch wieder den Abbau oder das Löschen von Daten ermöglicht, ist meines Erachtens ist nicht für ein System tauglich, wie man es eigentlich braucht. Der Sinn und Zweck besteht jetzt darin, sind zwei Ideen noch verbunden, dass man nämlich diese Inhalte, dass die ein Datum haben und nach diesem Datum kann der Inhalt gelöscht werden. Der zweite Sinn besteht darin, dass im Grunde genommen, das ist der Pfad oder die Adresse zur aktiven Blockchain.
Man kann es auch so sehen, die Idee der IP-Adresse ist hier aufgegriffen. Man könnte so wie die IP-Adresse mir die Daten im Netz zeigen, so zeigt dann im Grunde genommen die IP-Adresse die Daten zu meiner Blockchain. Noch etwas. Das hier sind Cluster-Server. Wer sich mit IP und den Sachen auskennt, weiß, ein Teil der IP-Adresse adressiert den Computer, nämlich den Server oder das Netz, in dem Fall das Netz, und der andere Teil den speziellen Computer. Hier ist es so, der erste Teil adressiert jetzt einen Computer und der zweite Teil dann die Blockchain, die aktiv ist. Und dadurch kann dieses System tatsächlich skalieren, weil dieser Server wäre gewissermaßen für den Teilbaum zuständig und dieser Server für den Teilbaum. Und dann gibt es noch einen Verteiler, der dann weiß, aufgrund der Adresse, so wie praktisch die Routen im Netz, wenn jetzt etwas ankommt, das heißt 0110, dann wüsste der Server, aha, das muss an diesen Cluster-Server. Das ist wichtig noch zu sagen, jeder Nutzer hat seinen eigenen Baum. Er kann die Daten lesen und nur er kann sie lesen, weil sie verschlüsselt sind. Aber zum Schreiben muss er sich einen Service, muss er einen sogenannten Service Provider anrufen, der tut ihm zufällig einen Service zuweisen, der auf irgendeinem Rechner eines anderen Nutzers läuft und der hängt dann den Block, den er fix und fertig gemacht hat. Das heißt, bei der Geldinfrastruktur macht nicht ein Miner die Blöcke schnell zusammen, sondern der Nutzer selbst tut alle Ein- und Auszahlungen fix und fertig mit Saldovortrag zusammenstellen. Das ist der Unterschied. Das heißt, er liefert dem System fertige Blöcke. Und ein fertiger Block wird dann nur noch ans Ende der Blockchain drangehängt. Das ist der wesentliche Unterschied und verkettet, sprich den Hash, die Hash-Verbindung gemacht. Es gibt, ja. Nein. Die Idee ist nicht an Hardware gebunden, aber es ist praktisch so, dass die IP-Adresse, dass die einer bestimmten Hardware zugeordnet wird. Und durch die Zuordnung wird dann der gefunden. Aber man kann das natürlich so machen, dass man sagt, zunächst mal wird der Verteiler gefunden und dem Verteiler werden Daten übergeben, die dieselbe Idee aufgreifen. Und dann wird innerhalb des Systems wird dann der Geldinfrastruktur-Server und dann noch ans Ende die entsprechende Blockchain gefunden. Praktisch die meisten Daten oder alle Daten sind alle beim Nutzer dezentral verteilt. Das ist die wichtige Idee. Er kann sie lesen und nur kann er sie lesen, aber er kann sie nicht ändern. Das ist der Schlüssel. Es gibt eine gemeinsame Komponente und das ist der Identitäten-Blockchain-Baum. Zwar ist das ähnlich aufgebaut, und zwar jede natürliche und juristische Person hat genau eine Identität. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch für die Anbindung an die Rechtsordnung wichtig. Nicht, dass ich in dem System einen Kredit aufnehme und ich dann weiß ich nicht, wer hat eigentlich den Kredit gekriegt. Das heißt, hier ist eine Einschränkung gegenüber Bitcoin. Bei Bitcoin kann ich anonym bleiben. In dem System ist es so, dass die Anonymität, aber das bestimme ich, wie weit ich sie aufgebe oder nicht, aber davon hängen auch Rechten und Pflichten mit zusammen. Und ich kann mehrere Wallets haben. Was? Du kannst? Mehrere Wallets kann ich haben. Ja, ja. Aber hier kann man
hier, man kann in der Geldinfrastruktur kann man auch so viel Konten haben, wie man möchte, aber nur eine Identität. Das ist der Unterschied. Noch etwas, der Identitäten-Blockchain speichert den Status der einzelnen Chains. Und das ist der einzige gemeinsame Baum, der ist praktisch ein Hauch von dem, was bei Bitcoin die Blockchain ausmacht. Das ist deshalb notwendig, weil sonst könnte ein schlauer Benutzer hergehen und könnte sagen, okay, ich habe jetzt Überweisungen getätigt, da sind Einzahlungen drin, sind Auszahlungen drin, jetzt lösche ich alle meine Daten, hole den Stand von gestern und mache das Spiel nochmal. Das wird dadurch verhindert, dass praktisch immer geguckt wird, bei einer Identität, was ist dein letzter Eintrag bei der Blockchain? Was ist der Hash dieser Blockchain? Und wenn der nicht stimmt, dann wird praktisch die Datenbank des Nutzers wird recovered. Und zwar von Daten von einem anderen Server, den er gar nicht kennt. Das ist praktisch die Absicherung, die man braucht, damit es überhaupt das System funktionieren kann. Das ist Double Spending, das ist ja dieses zentrale Problem. Blockaufbau für die Transaktionen. Bei Bitcoin ist der gemeinsame ist praktisch wie ein gemeinsames Journal. Bei der Geldinfrastruktur ist es wie ein Kontoaufzug ausgebaut. Das ist der Unterschied. Das heißt, der letzte Eintrag ist immer der Saldovortrag. Dadurch, dass ja nicht Transaktionen unterschiedlicher Nutzer zusammenkommen, sondern nur gewissermaßen die Transaktionen eines Kontos, ist der Saldovortrag immer der letzte Eintrag. Dadurch wird das System, kann man sagen, kann ich ein Zeitband auch einführen, wo Ein- und Auszahlungen, dass das immer ausgeglichen sind. Ein Block enthält die Zahlungen verschiedener Nutzer. Die Ein- und Auszahlungen eines Nutzers sind über die gesamte Blockchain verteilt. Jeder Nutzer hat direkt oder indirekt eine Kopie der gesamten Blockchain. Und alle Daten, alle Nutzer sind unverschlüsselt zugänglich. Das ist Bitcoin. Die Geldinfrastruktur, der letzte Eintrag eines Blocks ist der Saldovortrag. Jede Art von Recht hat eine eigene Blockchain. Jede Art von Recht bedeutet, das kann dann ein Dollarkonto sein, das kann ein Eurokonto sein, aber das kann auch Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sein. Man kann nämlich sagen, man kann sich dieser Baum eines Nutzers wie eine abgesicherte Kontoplan eines Unternehmens vorstellen. Und jedes Ende ist ein spezielles Konto mit bestimmten Rechten. Die Blockchains eines Nutzers bilden einen Blockchain-Baum. Die Blockchain eines Benutzers bildet einen eigenen Baum. Und praktisch die Wurzel zu diesem Teilbaum ist der Identitätenbaum. Man könnte es auch so ausdrücken, es gibt einen riesigen virtuellen Baum, und ein Teil wird gemeinsam gepflegt, nämlich man könnte sagen die Wurzel oder der Anfang. Und dann hat die Daten, wo die eigentlichen Daten drin steht, die haben dann jeder hat sie für sich. Aus dem Blockchain-Baum kann die Rechnungslegung generiert werden. Das ist einer der wichtigen Punkte. Das heißt, hier werden automatisch dann, können Bilanzen, können Kontoauszüge und was immer gemacht werden. Das ist so bei Bitcoins nicht vorgesehen und nicht angedacht. Jeder Nutzer hat nur seine eigenen Daten und eventuell verschlüsselte Datensicherung anderer Nutzer. Das sind die wesentlichen Unterschiede. Ich komme noch einmal zur Identität. Jede natürliche und juristische Person hat genau eine Identität. Falsche Angaben zur eigenen Identität oder das Anlegen mehrerer Identitäten wird hart sanktioniert.
Das muss praktisch Teil des Spiels sein und eine Identität und deren Daten können in unterschiedlichen Grade bestätigt sein. Das heißt, es ist auch ja für Mikrozahlungen, sprich für Länder, die gar keine staatliche Infrastruktur haben, wo die Leute unter Umständen gar keinen Personalausweis haben oder irgend sowas. Damit die natürlich nicht aus dem Boot fliegen, sind die Identitäten unterschiedlich. Es kann sein, dass die Bestätigung lautet falsch. Wenn ich mich als Josef Huber ausgeben würde und das wird im System erkannt, dann würde diese Angabe als falsch bestätigt werden. Als unbestätigt, als durch andere IDs bestätigt oder amtlich bestätigt. Der Datenschutz. Die Daten einer Identität werden im Datentresor der Identität verwaltet. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Und die informationelle Selbstbestimmung, die Identität bestimmt, wem sie welche Daten zukommen lässt. Der Haken dabei ist aber, vom Grad der Bestätigung und vom Offenlegen der Daten einer anderen Identität gegenüber hängt ab, was eine ID in der Geldinfrastruktur darf oder unterlassen muss. Wer beispielsweise keine amtliche bestätigte Identität hat, könnte, wenn er in Deutschland ist, kein Darlehen aufnehmen. Weil natürlich der Darlehensgeber, der möchte im Ernstfall wissen, ist es tatsächlich der XY oder ist es nur eine fake Adresse. Das sind praktisch die Unterschiede, dass man sagt, man macht eine bewusste Anbindung an die Rechtsordnung. Der Datentresor. Der Datentresor ist eine Datenbank oder genauer gesagt ein Datenbankmanagementsystem im Eigentum und in der Verwaltung der ID. Der Datentresor enthält einen Blockchain-Baum, der nach den Bedürfnissen der ID strukturiert ist und die Daten von X speichert. Datensicherungen sind mit einem öffentlichen Schlüssel der ID verschlüsselt, aber sie befinden sich im Eigentum und in der Verwaltung einer anderen vertrauenswürdigen ID. Die ID X hat gegenüber Y nur einen indirekten Herausgabeanspruch ihrer Daten über einen Sicherungsservice. Das heißt, wenn die eigenen, er muss keine Datensicherung mehr machen, aber er kann dann nicht einfach sagen, gib mir die Daten, sondern er muss einen Service beauftragen und der macht dann das Recovery. Manipulationsschutz. Die ID X hat nur Lesezugriff auf die eigenen Daten, das habe ich schon erwähnt. Das ist praktisch der zentrale Gedanke. Zum Schreiben und Ändern, Löschen muss die ID X einen zufällig ausgewählten Buchungsservice beauftragen, der den Auftrag prüft und dann ausführt oder zurückweist. Da gibt es praktisch entweder oder da gibt es nichts dazwischen, sondern das wird angenommen oder abgelehnt und auf einer anderen ID läuft. Das bedeutet, wenn ich eine Überweisung machen will, dann wird meinetwegen das Handy von irgendeinem anderen Nutzer benutzt, da wird ein Link gemacht und der schreibt dann die Daten in meine Datentresor. Das ist deshalb wichtig, weil man darf den Computern insofern nicht trauen. Die Manipulationsmöglichkeiten an einem konkreten PC sind so hoch, dass wenn der Prozess auch auf dieser selben PC laufen würde, dann könnte das unterlaufen werden. Wenn das aber ein zufällig ausgewählter PC ist, dann ist praktisch diese Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht gegeben, zumal wir reden hier über einen Bruchteil von Sekunden, wo das dauert, ausgeführt zu werden. Also die Randomisierung des Ganzen. Das ist genau auf der einen Seite praktisch, was die 51% Zustimmung bei Bitcoin ist, ist die Randomisierung der Schreibberechtigung auf der anderen Seite. Aber man muss wieder sagen, derjenige, der das Schreibrecht hat, der kann mit den Daten nichts anfangen, weil sie verschlüsselt sind mit dem öffentlichen Schlüssel desjenigen, dem die Daten gehören.
Das ist praktisch so eine, man kann sagen, eine doppelte Absicherung. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt noch, und zwar Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen. Ich habe ja in der Vortragsankündigung, wie kann die Komplexität und der Aufwand unter 1% gesenkt werden. Das heißt praktisch beispielsweise die Ausgangslage. Finanzprodukte sind oft sehr komplex, zum Beispiel ein Verkaufsprojekt in der CDO. Das sind die Dinge, die die Finanzkrise 2007 und 2008 verursacht haben. Konkretes Ding, 290 Seiten. 290 Seiten, da kann man eines getrost sagen. Finanzprodukte werden in der Regel weder vom Käufer noch vom Verkäufer verstanden. Es gibt dann nur eine Handvoll Leute, die tatsächlich sagen können, ich habe das Ding verstanden. Und zwar, obwohl im Kern bei allen Finanzprodukten lediglich Zahlungen in unterschiedlicher Höhe zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgetauscht werden. Das heißt, da wird ein im Kern einfaches Problem wird so kompliziert gemacht, dass keine Sau mehr es versteht. Und das ist der Sinn und Zweck. Das ist der Sinn und Zweck. Hätte man damals schon verstanden, was in diesen Dingen gemacht wird, dann hätte es niemand gekauft. Dann hätte es die Finanzkrise so gar nicht gegeben. Es kommt nochmal die nächste Schlüsselidee, die hier notwendig sind, das Ding zum Fliegen zu bringen. Und zwar vorbereitende Überlegung, imperativ versus deklarativ. Das schriftliche Multiplizieren, das wäre so ein imperatives Vorgehen. Da muss ich wissen, was ich will, nämlich 142 mal 197, das wäre die Aufgabenstellung, wie das geht und dann das Ergebnis. Ein Taschenrechner ist ein deklaratives Ding. Da sage ich, was ich will und kriege das Ergebnis gezeigt. Und diese Idee, da wird jetzt der ein oder andere sagen, das sind aber noch keine 99% Vereinfachung. Ich habe auch noch nicht die ganze Geschichte erzählt, und zwar beim schriftlichen Multiplizieren, da kommt ja noch dazu, Nebenrechnungen im Kopf und so weiter, die jetzt nicht gedacht sind und wo man sich überall verrechnen kann. Und die Idee, die hier umgesetzt wird, nennt sich, die Schlüsselidee sind ESA-Verträge. Und zwar steht es ESA für empfohlen, standardisiert, ausgewogen. Und der Inhalt ist, dokumentieren Rechten und Pflichten der Vertragsparteien. Der Punkt ist der, sie sind auch international, das heißt, der Vertragstext ist in jeder benötigten Sprache lokalisierbar und abrufbar, das heißt, Verträge müssen nicht mehr übersetzt werden, die sind mehr oder weniger gleichzeitig in verschiedenen Sprachen gültig. Dann, sie sind deklarativ, das heißt, ich muss nicht mehr mich auseinandersetzen mit dem Kleingedruckten und haben einen möglichst hohen Anteil an autarkem Recht. Da komme ich noch dazu, was das heißt. Das bedeutet zum Tenor, wenn ich jetzt einen Mahnbescheid, weil einer nicht zahlt, machen muss, dann muss ich das vor Gericht und das dauert und dauert und kostet und kostet. In dem System wäre so, da könnte ich per Mausklick, könnte ich sagen, dem schicke ich jetzt einen Mahnbescheid und dann würde das System prüfen anhand der Faktenlage und würde mir dann einen Mahnbescheid reindrücken, beziehungsweise würde als nächstes eine Zahlung in meine Blockchain drücken. Und das bedeutet, bevor ich diese Zahlung nicht erfüllt habe, kann ich keine weiteren Zahlungen machen. Das heißt, hier sind Mechanismen dabei, die es so noch gar nicht gibt, aber die gerade von großer Bedeutung wären. Zahlungen werden an den ESA-Vertrag und nicht an den Zahlungsempfänger. Das heißt, ich mache einen Vertrag und dadurch kommt auch wieder Anonymität zustande. Der Kunde zahlt dann auf den Vertrag und wenn ich dann meine Ware habe, dann wird es im Vertrag praktisch registriert und zur Kenntnis genommen und erst dann tut der Vertrag das Geld an den Lieferanten weiterleiten.
Das heißt, automatisch hätte man dann hier ein System, das Internet, praktisch Internetkäufe sicher macht. Das ist so eine Art Notar-Anlagenkonto. Das ist wie ein Notar-Anlagenkonto. Genau. So, vertragsrelevante Leistungen und Ereignisse werden auf dem Vertrag in Anführungszeichen gebucht. Das heißt, es wird auch, wenn ich die Ware durch den UPS oder irgendeinen Service bekomme und ich dann unterschreibe, dann wird der Empfang der Waren wird quasi auf dem Vertrag gebucht, die Mitteilung wird dahin gemacht. Und diese Ereignisse und Signale, die sind dann auch das, wie es funktioniert. ISA-Verträge, das wäre nochmal die Weiterleitung der Zahlung und Rechtsfolgen werden automatisch ausgelöst, wenn die vertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind. So, ESA-Verträge, die Fortsetzung, sind gleichzeitig Programme bzw. Objekte im Sinne der objektorientierten Programmierung. Wer mit Programmieren nichts zu tun hat, den muss das jetzt nicht jucken. Das heißt, Sie haben einen Status, zum Beispiel der Vertrag weiß dann, ob schon ein Zahlungseingang da war oder nicht. Sie reagieren auf Ereignisse. Sie können mit Vertragsparteien interagieren. Ich kann meinen Vertrag dann gewissermaßen fragen, was mache ich, mein Mieter zahlt nicht. Oder ich kann in dem Vertrag fragen, der Mieter repariert meine Heizung nicht, was kann ich machen? Und dann sagt ihm der Vertrag gewissermaßen, rechtlich sind die und die Optionen gegeben. Das ist dann praktisch der Unterschied. Schnittstelle zur Rechtsordnung generiert bei Bedarf den Entwurf einer Klage, Klageerwiderung oder eines Urteils der jeweiligen Rechtsordnung. Damit ist gedacht, dass man möglichst die Richter oder die Parteien unterstützt. Wenn nämlich ein Richter dann gewissermaßen, der soll sich dann einklinken können, dem wird die Sache vorgelegt und der kriegt praktisch einen Entwurf des Urteils. Und das kann er dann rausschicken oder er kann sagen, ändere ich ab oder ich nehme es als Grundlage, aber er kriegt alle Fakten, die bestätigt sind, kriegt er offengelegt. ESA-Vertragsvorlagen werden kooperativ und von Interessenvertreter erarbeitet und per systemischen Konzessieren. Da hat ja, glaube ich, der Dino hat ja einiges gemacht, in einer basisdemokratischen Abstimmung eingeführt. Das heißt, es gibt keinen Order de Mufti, sondern wer immer sich berufen fühlt oder eine Gruppe, einen Vertragsentwurf zu entwickeln, kann das machen. Dann wird mehr oder weniger darüber gestritten. Im systemischen Konsensieren wird dann, das ist ein bestimmtes Entscheidungsverfahren, wird dann mehr oder weniger dann darüber abgestimmt, wird jetzt dieser Vertragsvorschlag, Entwurfsvorschlag, wird der zu einem ESA-Vertrag und kann dann im System benutzt werden. Und es gibt konkurrierende Vertragsformen? Es gibt, natürlich, das ist eine der Ideen. Und was noch dazu kommt, abstimmberechtigt ist nur, wer Verträge der gleichen Klasse im Bestand hat. Das sollen praktisch nicht Leute über etwas entscheiden, was sie gar nicht tangiert. Das ist auch mit praktisch der Grund, dass das kann. Wir haben heute die Situation. Wir haben heute dieses imperative Verträge heute, nämlich die Vertragsparteien müssen wissen, was sie wollen und wie es vertraglich umgesetzt wird und hoffen, dass das Ergebnis den gewünschte Ergebnis bringt. Und wie man weiß, Gerichte entscheiden mal so. In ESA-Verträge würden Vertragsparteien müssen wissen, was sie wollen, das heißt, das ist das Gemeinsame, können darauf vertrauen, dass die Interessen ausgewogen und fair berücksichtigt werden. Das soll, müssen Sie auf einen Vertrag einigen. Richtig.
Und die können nicht dann sagen, ich will noch die Sonderlocke oder jene Sonderlocke, sondern da haben Experten dran gesetzt und haben dann was gemeinsam von allen Interessensgruppen gemeinsam dann zu einem Konsens. Wieso ist das ein Unterschied? Ich meine, die freie Vertragsgestaltung ist doch auch eine Kennzeichnung im klassischen System. Nein, es ist so. Das klassische System hat die Vertragsfreiheit. Und zwar Vertragsfreiheit kannst du jeden über den Tisch ziehen bis zur Sittenwidrigkeit. Und das ist das Problem. Du hast im Grunde im Klassensystem hast du potenziell unendlich viele Vertragsvarianten. Und du weißt gar nicht als, ich sag's mal, gemeiner Nicht-Jurist. Und selbst Juristen wissen das nicht unbedingt immer. Was sind eigentlich die Rechtsfolgen, die dieser Text beinhaltet? Und das soll hier gewissermaßen radikal eingeschränkt werden. Man könnte das sagen, das ist eine DIN-Norm für das Schuldrecht. Und das ist dann millionenfach oder hunderttausendfach abarbeitbar von Automaten, ohne dass dann jeweils noch Richter dazwischen fallen muss. So. Aber das soll also in die geltende Infrastruktur automatisch eingearbeitet. Ja. Das ist nicht nur eine Geldinfrastruktur, das ist klar. Die ESA-Verträge, ich sage mal, die ESA-Verträge werden gebraucht, um Synergieeffekte zu produzieren. Ich sage ja an der Stelle, die Komplexität des Schuldrechts und Vertragsrechts soll auf 1% reduziert werden. Ich meine, diese Standardisierung, die du gerade angeführt hast, die würde natürlich die Komplexität wiederum eindampfen. Beziehungsweise sie wäre nicht mehr relevant. Weil diese deklarative Seite ist im Grunde genommen, funktioniert wie Taschenrechner. Das sage ich, ich kann mich beim Taschenrechner darauf vertrauen, dass er die Grundrechnungsarten und sogar noch ein bisschen mehr, dass er die beherrscht. Und sogar besser beherrscht, wie jeder einzelne Mensch, den man nennen kann. Und auch viel, viel schneller. Und praktisch das ist der Trick, dass man sagt, die Vertragsfreiheit, die wird bewusst eingeschränkt, aber diese bewusste Einschränkung ist das, was Vertragsfreiheit erlaubt. Für das Altersgeld. Das, genau. So, jetzt nochmal zur Zusammenfassung. Eigenschaftsverträge heute, ESA-Verträge. Beide Nachweis der Ansprüche. Das ist der Sinn und Zweck eines Vertrags. Benutzerinterface, imperativ, deklarativ. Dann juristische Kenntnis erforderlich, ja, ESA, nein. Vertragsgestaltung, Vertragsfreiheit, das heißt frei bis zur Sittenwidrigkeit. So, nur mit zugelassenen ESA-Verträgen. Das ist die Einschränkung. Mit ESA-Vorlagen, Die Vorlagen sind natürlich die Voraussetzung für einen Vertrag. Dann praktisch die variablen Daten in den Vorlage eingesetzt, ergeben den Vertrag. Hast du die Abkürzung mir ausgedacht? Habe ich mir ausgedacht. So. Das ist meine Idee. Klingt aber sehr global. Ja. Intergalaktisch. So, ja. Dann Rechtspattern. Das ist nochmal ein Begriff. Die Ideen kommen, wie man vielleicht denken kann, aus der Softwareentwicklung. Da gibt es sogenannte Design-Pattern. Da hat man für eine bestimmte Gruppe von Problemen hat man eine Art Lösung. Dann Lokalisierung. Lokalisierung bedeutet für die aus der Nicht-Computerbranche die Anpassung eines Textes an eine fremde Sprache. Aber jetzt nicht nur eine fremde Sprache. Die Datumsangaben sind dann teilweise anders, die Zahlenschreibungen anstatt Dezimalkomma, Dezimalpunkt etc. Das heißt, ein ESA-Vertrag, kann man auch gleichzeitig sagen, ist ein abstrakter Vertrag, den es in allen Sprachen gleich gibt, die man braucht. Nächstes, speichert Status. Das heißt, der Vertrag weiß, was alles gelaufen ist. Nächster Punkt, reagiert auf Ereignisse. Normaler Vertrag, Stück Papier, natürlich nicht. Nächster Punkt, autarkes Recht. Nein, ja. Das heißt, das, was im
Kontext des Systems, was im System in der Geldinfrastruktur abgearbeitet werden kann an Rechtsfolgen, wird sofort gemacht. Die Aufwandrechtsdurchsetzung hoch und langwierig, im klassischen Fall automatisiert bis gering für automatisches Recht. Rechtssicherheit, Ausgang Rechtsstreit ungewiss, wie heißt der Spruch? Auf höherer See und vor Gericht ist der Mensch in Gottes Hand. Das ist eigentlich, es ist ein Armutszeugnis für unsere Rechtsordnung. Hier deterministisch. Das heißt, Rechtsstreite kommen erst gar nicht so gleich zustande, weil ich kann jederzeit kann ich fragen, was wäre wenn? Und das System spuckt mir dann aus, wenn man die Heizung unter 20, im Winter unter 15 Grad ist, dann hat der Mieter so und so viel Prozent Anspruch auf Mietminderung. Wenn sie auf 0 Grad geht, hat er meinetwegen so viel Anspruch. Das ist praktisch die Konsequenz, dass ESA-Verträge sind bis in die Bits und Bytes durchdacht. Verhalten, passiv, aktiv. Dann Auswirkungen. Manuell teilautomatisiert, die Abwicklung der Verträge, manuell und teilautomatisiert, weitgehend automatisiert. Man muss natürlich einen Vertrag anlegen, muss gucken, welcher Vertrag passt. Und Sicherheit bei der Abwicklung, gering bzw. hoch bei notarieller Abwicklung und hoch durch 2 bis 3 Phasen-Commit-Protokolle, das ist ein Begriff aus der EDV, der besagt, entweder wird was durchgeführt, oder es wird nicht durchgeführt. Es bleibt nicht irgendwo dazwischen hängen. Rechtspattern, damit wir auch, ich übergehe mal jetzt diese Folie, das ist was sehr Technisches, das lasse ich mal aus. Eigenschaften. Intendiertes Anwendungsgebiet, das klassische Recht. Ich gehe nochmal auf das autarke Recht ein, weil das ist nochmal ein richtig wichtiger Gedanke. Alles, nämlich Sachen, Dinge, Rechte, immaterielle Dinge. Hier das autarke Recht nur auf Daten und Rechte. Dann die Ausschluss Dritter, Strafandrohung und staatliche Gewalt. Der Ausschluss Dritter wird beim autarken Recht über kryptografische Schlüssel abgesichert. Bei dem Nachweis Dokumente, Zeuge, digitale Dokumente. Was anderes gibt es da nicht. Dann Schutz vor Fälschung oder Änderung, Unterschrift, Drucktechnik, digitale Signatur, digitale Signatur und Blockchain. Recht feststellen machen im klassischen Fall die Gerichte und hier, das sind die Daten in der Blockchain. Bei Rechtdurchsetzung, Exekutive und hier sind es Programme, deshalb autarkes Recht. Juristische Kenntnisse erforderlich, im klassischen Recht ja, im autarken Recht nein. Das sind praktisch der Preis und der Gewinn, der Preis einerseits und der Gewinn andererseits, dass man sagt, im autarken Recht brauche ich mich nicht im Recht auszukennen. Das ist wie beim Taschenrechner. Ich brauche nicht kennen, wie der Taschenrechner ein Logarithmus berechnet. Das ist eine Digitalisierung des Rechts. Genau, so Kommissar. Braucht man Grundeinkommen für die Juristen? Was braucht man? Grundeinkommen für die Juristen. Die schreiben mir die Verträge. So, Grundsatznutzung. Eine weitere radikale Vereinfachung durch die Währungsinfrastruktur ergibt sich aus wenigen einfachen Regeln. Im Grundsatz sind alle Nutzer gleichberechtigt und werden vom System gleich behandelt. Das gilt auch für die Institutionen, die die Geldinfrastruktur bilden. Und jeder Nutzer hat das Recht, mit allen Nutzern alle ESA-Vertragsarten und Finanzgeschäfte zu tätigen, die im Rahmen seiner Bonität und Vermögen liegen. Und es gibt eine Rangfolge für Schulden. Das heißt nicht, wenn sich einer verschuldet,
Dann kann einer das andere sagen, okay, dem packe ich noch was drauf und teile mir aber das Risiko mit allen anderen. Ich tue mal jetzt dieses Bonitätsindex, weil wir haben jetzt schon 20.38 Uhr. Ich gehe mal da, überspringe da mal ein paar Sachen, auch Risikoindex. Das sind noch so Feinheiten, die im System notwendig sind. Und Kredite und Einlagen, kein Unterschied, des einen Kredit ist des anderen Einlage. Währungsinfrastruktur fordert und ermöglicht dann, dass ihr direkte Kredite zwischen Nutzern und der Rohertrag der Banken, das sind 2010 92 Milliarden Euro, kann bei einer direkten Vergabe zwischen Darlehengeber und Darlehensnehmer geteilt werden. Ich nenne das das Feld der Banken teilen. Grundeinkommen für die Banken. Die werden zu den okay. Kreditgeber können durch Abgabe eines Teils der Zinsen das Kreditrisiko an Risikonehmer verkaufen. Das ist das, was normal die Bank macht, kann jetzt hier im System. Jetzt hat nämlich eine Kreditversicherung macht Sinn in dem System. Weil du kannst nicht, könnte nicht ein Risiko kaufen, das man gar nicht, oder verkaufen, das man gar nicht hat, sondern man muss das Risiko selbst haben. Das ist ja das Problem der Finanzkrise 2007, 2008. So, Forderungen aus Darlehen können auch wie heute verbriefte Forderungen auf Sekundärmärkten verkauft werden. Eine Verbriefung ist nicht erforderlich und möglich, weil alle Ansprüche auf Geld gebuchte Rechte, als gebuchte Rechte geführt werden. Ich gehe jetzt hier wieder los, Größentransformation. Ich tue das mal wieder überspringen. Wer in dem Metier zu Hause ist, der weiß, was das bedeutet. Hier wird die Lösung angesprochen. Geld- und Kapitalmärkte, die sollen getaktet werden. Das heißt, dass jetzt springen die Kurse wieder in Auction Funds rauf und runter und haben eine große Volatilität. Hier sollen die getaktet bedeutet, die sollen meinetwegen in einem 1-4-Stunden-Takt gesammelt werden und dann ausgeglichen werden. Das Ziel ist, dass die Kursschwankungen nur noch einem langfristigen Mittelwert sich entwickeln und nicht dieses rauf und runter. So, Geld- und Kapitalmärkte, betriebs- und volkswirtschaftliche Auswertungen, Multirechnungslegung, das heißt, dass man dem System für betriebswirtschaftliche Auslegungen in unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards sich das generieren kann. Ich tue das hier auch mal übergehen, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, sachbezogene Transparenz. Ein Nutzer muss statistische Auswertungen und Prüfungen zulassen, der Personendatenschutz wird dabei gewährt. Das ist praktisch ein wichtiger Punkt. Normalerweise, wenn die Daten überall verteilt sind, wäre das ja nicht möglich. Aber Teil des Deals ist, du musst statistische Auswertungen im Interesse aller zulassen. Und das bezieht sachbezogene Transparenz, und aber informationelle Selbstbestimmung. Alle statistischen Daten eines Nutzers werden dem Nutzer zur Freigabe vorgelegt. Da kann er sagen, okay, ist eine Dauerfreigabe, aber er könnte es auch machen. Er kann die Freigabe ablehnen, aber dann die Geldinfrastruktur nicht weiter nutzen. Das ist Teil des Spiels. Ersatz des Meldewesens. Was? Ersatz des Meldewesens. Er hat nicht mehr die Pflicht zu melden, sondern die Meldung selber aus. Genau. So, jetzt kommen wir noch zu den paar wichtigen Fragen, nämlich die Anbindung Zentralbank, wie wird das Vollgeld gemacht? Geld ist die Sprache der Wirtschaft. Das stammt von Nicolas Luhmann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer sich einer anderen Sprache bedient, wird nicht wirklich verstanden, auch dann nicht, wenn er die besten Argumente hat. Und das ist das, was ich auch, ich sag mal, die Botschaft rüberbringen will, es genügt nicht, dass wir sagen, wir wollen ja was Vernünftiges. Das reicht nicht. Wer zahlen kann und zahlt, auf dessen Bedürfnisse wird nach allen Regeln der Kunst eingegangen. Der kriegt sogar von Deutschland in die Wüste Sand geschickt, was tatsächlich vorgekommen ist. Wer nicht zahlen kann, der kann verhungern, selbst wenn gleichzeitig Tonnen von Lebensmitteln weggeworfen werden. Wer den besten Preis für eine vergleichbare Leistung hat, dessen Angebote werden
unerhört. Die Konsequenz, deshalb wird auf Kostenpreis und das Preis-Leistungs-Verhältnis besonderen Wert gelegt. Das heißt, die Geldinfrastruktur soll so viele Vorteile bieten und so preiswerte Sachen anbieten, dass im Grunde genommen für die Konkurrenz gar kein Platz mehr bleibt. Das ist praktisch das Ziel. Geldinfrastrukturerträge, sehr geringe Gebühr auf Bankdienste, der Tenor. Gebühren für reine Finanztransaktionen sind höher als realwirtschaftliche Transaktionen. Man könnte sagen, Transaktionssteuer für die schon immer gefordert wurde. Die Gebühren kann der Nutzer direkt oder indirekt durch ersparte Kosten und oder zusätzliche Erträge erwirtschaften, indem er der Nutzer das Feld der Banken teilt. Erträgenutzer. Nutzer können und sollen brachliegende IT-Ressourcen bereitstellen und erhalten hierfür einen Teil der Gebühren. Sprich, wer sagt, ich habe auf meinem Handy habe ich 20 GB Platz frei, dem stelle ich dem System für Sicherungen zur Verfügung. Und wenn der Platz mal nicht mehr da ist, dann können wir wieder sagen, okay, ich habe jetzt nur noch 10 oder gar keinen Platz mehr. Und praktisch für diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen, was er gleichzeitig hat, drückt natürlich die Kosten fürs System und ist eine Einnahmequelle für die Nutzer. Die Geldinfrastruktur ist gleichzeitig eine Plattform für Anwender, Zusatzdienste anzubieten und damit Erträge zu machen. Das heißt, heute ist ja so, kassieren die Portale, die kassieren ja mächtig die Hotels und so weiter ab. Diese Infrastruktur ist natürlich, weil sie ja die Verträge und alles kennt und hat, ist ja die praktisch die Institut oder die Plattform, auf der man das anbieten kann. Der Aufwand Geldinfrastruktur-Softwareentwicklung, Open Source, bei dem die Entwickler einen Teil der Gebühren erhalten. Das heißt, es soll nicht so sein, dass es gesagt wird, die Entwickler machen das für Geld's Gott. Die Entwicklung dieser Vertragsvorlagen, entweder so wie bei den Softwareentwicklern, oder man könnte sogar Lizenzmodelle anbieten und sagen, wenn irgendeine Gruppe einen richtig guten Vertrag zusammenbringt, das ist ja keine Kleinigkeit, da gehört ja sehr viel dazu. Das ist ja praktisch ein ganzes Programm, kann man sagen, schreiben. Dann kriegen sie eine kleine, bescheidene Lizenz, aber die Masse macht's. Der Aufwand für Nutzer, Privatpersonen, da gibt es den Begriff der EDA-Kosten, nämlich die Kosten, die EDA sind. Und praktisch das Handy oder mein Notebook ist EDA. Und das wird nämlich genutzt. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, die Autobahnen sind schon gebaut. Und das Geile ist, die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt selbst in geschlossenen Ortschaften bei 300.000 Kilometer pro Sekunde. Open Source und Gebühren. Aber diese Gebühren, da ist gedacht, die kann er sich wieder erwirtschaften, wenn er nämlich die Ressourcen, die er selbst von anderen abverlangt, wenn er die bereitstellt, dann zieht er glatt. Gebühren sind deshalb wichtig. Ohne Gebühren würde ein so System von Systemfeinden mit Müll geflutet werden. Und nur praktisch Gebühren schützen, dass nicht Leute jetzt einfach, ich sag mal, Mülltransaktionen Spam, das System spammen, weil sie zahlen dafür. Für Unternehmen und Institutionen ersetzt zum erheblichen Teil die betriebswirtschaftliche Software durch entsprechende Open-Source-Software. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Geldinfrastruktur, Implementierung, Vollgeld. Das müsste dich, Josef, ja interessieren. Eine Bilanz sieht ganz grob, eine Bilanz der Zentralbank sieht so aus. Nämlich auf der aktiven Seite Währungsreserve, Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Bund, sonstige Aktiva, das sind zum Beispiel die Münzen auch drin.
Die Passivseite, Banknotenumlauf, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute und Verbindlichkeiten gegenüber öffentlicher Haushalte und sonstige Passiva. Das ist die Korbstruktur. Und da soll jetzt Folgendes passieren. Nämlich, es soll eine Position, so wie Banknotenumlauf, soll reinkommen, Kryptogeld im Umlauf. Und dieses Kryptogeld im Umlauf ist das Saldo der Eurokonten, die hier zu der Bank gut. Über das Konto Kryptogeld im Umlauf werden auch die Zahlungen mit anderen Banken. Sprich, wenn eine Überweisung auf ein Konto erfolgt einer anderen Bank im klassischen System, da erfolgt es über dieses Konto. Und wenn jemand jetzt von einer klassischen Bank eine Überweisung tätigt an die Geldinfrastruktur, dann wäre das so wie praktisch heute auch, es würde eine Buchung, eine Gutschrift auf dieses Kryptogeld im Umlauf kommen und würde dann automatisch hier weitergereicht. Ja. Ja, ich habe das so verstanden eigentlich, dass es Banken, mindestens Geschäftsbanken im klassischen Sinne gar nicht mehr geben soll, mindestens das überflüssig. Wir reden über die Bundesbank. Das ist ja zusätzlich. Wir reden über die Zentralbank. Wir sagen ja, wir wollen Vollgeld, Kryptogeld. Wir sagen ja gerade, wir wollen nicht die 3001. Kryptowährung machen, sondern wir wollen für jedwede klassische Währung eine Kryptoverpackung. So wie wir heute haben, auch Bargeld, Banknoten, Münzen ist die eine Form der Verpackung. Wir haben Chiralgeld, Geschäftsbankengeld, wäre die zweite Form der Verpackung. Und hier würde man eine Kryptoverpackung. Das wäre ganz stark, diese Kryptoverpackung wäre ganz, ganz stark in den Eigenschaften mit Bargeld zu vergleichen. Ganz, ganz stark mit Bargeld zu vergleichen. Und vor allen Dingen, das wäre für die Zentralbank jetzt ein direkter Kanal zur Realwirtschaft. Und jetzt nochmal, warum das mit den Verträgen? Weil die Bundesbank könnte wieder aufgrund von Konditionen und Eigenschaften der Realwirtschaft tatsächlich jetzt direkt Kredite geben. Die könnten tatsächlich sagen, wir geben unter den und den Bedingungen und mit Eintragung einer meinetwegen Sicherungsübereignung von Eigentum, deshalb wird es gebraucht. Geben wir einem Unternehmen 10 Millionen oder was immer es ist. Und jetzt kann nämlich die Zentralbank kann nämlich tatsächlich Geldpolitik machen. Und diese Geldpolitik wird nicht mehr durch die Geschäftsbanken unter Umständen konterkariert. Das ist praktisch das, was ich sage, wo man die Zentralbanken vielleicht mitkriegen kann. Und es ist natürlich so, für die Zentralbank ist es praktisch ein sehr viel billigeres Geld als das Bargeld. Es ist auch ein sehr viel einfacheres Geld als das Geld, das sie den Geschäftsbanken gibt. Sie hat im Grunde genommen direkten Einfluss auf die Realwirtschaft, ohne die Kunden an der Backe zu haben. Das ist praktisch der Punkt. Aber die Zentralbank bekommt sozusagen eine Sonderidentität, ja, in dem System. Na, Sonder, die kriegt. Indem sie da Guthaben reinschreiben kann oder Beträge in Umlauf geben kann, ohne dass die woher kommen müssen. Die Bundesbank würde in dem System ja eine Funktion kriegen. Eine Funktion. Und die Funktion würde ja zwei Dinge machen. Sie würde im Grunde genommen den Zahlungsverkehr mit dem Rest machen. Und die Bundesbank hätte die Möglichkeit, einen Kredit an die praktisch einen Kredit an das Kryptosystem zu geben.
Die würden zum Beispiel sagen, wir machen einen Zinstender oder wir machen, meinetwegen, wir stellen für, unter den und den Bedingungen, die, weil das System alle Details kennt, geprüft werden können, könnte sagen, stellen wir 100 Millionen oder was immer zur Verfügung. Das Geld würde dann aufgrund der Kriterien automatisch könnten sich dann Privatleute, die bauen wollen oder bei, wer immer es ist, können sich die Kredite abrufen und automatisch würde das System dann wieder die Tilgung und die Zinsen und so weiter einleiten. Das wäre im Grunde genommen der entscheidende Punkt. Das würde dadurch entstehen, zunächst mal, wenn wir sagen, es ist ja Vollgeld. Das ist ja unser Tenor. Zunächst wäre dieses Konto auf Null. Der erste Krypto-Euro kommt ins System, dass jemand vom normalen System auf ein Konto, das er selbst eröffnet hat, in der Geldinfrastruktur Geld überweist. Und dieses Konto würde hier drauf praktisch gutgeschrieben werden, mit dem Zusatz für Konto XY. Und dann hätten wir den ersten Krypto-Euro im System. Und von da ab kann dieser Krypto-Euro wo immerhin wieder übertragen werden. Das ist praktisch normales Überweisen. Das berührt dann dieses System nicht mehr. Das nur praktisch, wenn Geld raus oder rein fließt, wird dieses Konto bei der Zentralbank bebucht. Soweit, ne? So, jetzt habe ich noch einen Punkt. Es könnte ja sein, dass das ist meine letzte Folie. Das ist meine letzte Folie. Integration gemeinwohlorientierter Banken, und das könnte nämlich auch der Ausweg sein, wenn die Zentralbank zum Beispiel sagt, machen wir nicht mit. Wenn wir aber sagen, wir wollen einfach loslegen, wir wollen das machen, dann könnte man Folgendes sagen. Verzicht auf Geldschöpfung, das heißt keine Sichteinlagen. Das wollen, ich sag mal so, GLS-Bank wollte sowieso beweisen, dass sie keine Geldschöpfung betreibt. Jetzt wird es auch sichergestellt, dass es so ist. Abwicklung der Geschäfte in der Geldinfrastruktur mit ESA-Verträgen. Und Bank ist gleichzeitig gleichberechtigter Nutzer der Geldinfrastruktur. Bilanztechnisch würde das so aussehen, die Barreserve der Bank wäre größer oder gleich der Verbindlichkeiten gegenüber der Geldinfrastruktur. Und die Position wäre gleich mit dem Saldo der Konten in der Geldinfrastruktur. In diesem Baum. Das heißt, wenn die Zentralbank nicht mitspielt, könnte man Vollgeld dadurch erreichen, dass man die gemeinwohlorientierten Banken ins Boot holt. Oder die könnte man sowieso ins Boot holen, weil ich denke, die gemeinwohlorientierten Banken, die sind eigentlich auf unserer Seite, könnte man sagen. Die wollen nicht, dass das Geld missbraucht wird. Ja, das ist meine letzte Folie und jetzt Blockchain. Ist gar kein Problem, wir können es dann zusammen. Ich kann das zusammen zeigen. Ist gar kein Thema für mich. Aber ich denke, jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Es waren fast 2 Stunden, aber das war das Minimum, was ich hier anzubieten hatte. Geht noch kürzer. Also, danke.